Hare Krishna, heute feiern wir hier in Mayapur und überall in der Welt Gopastami. Gopastami ist das Festival für die Kühe und es bezeichnet den Tag, an dem Krishna sein fünftes Lebensjahr vollendet hatte und nun endlich mit den Kühen in den Wald durfte. Krishna hat sich sehr darauf gefreut. Endlich durfte er mit den Kühen in den Wald und Mutter Erde mit seinen Fußspuren segnen. Von da an, von diesem Tag an, wurden Krishnas Fußspuren überall in Vrindavan verteilt und haben Mutter Erde super glücklich gemacht. Mutter Yashoda war allerdings erst nicht so erfreut darüber, denn sie hatte natürlich Angst um ihren kleinen Krishna. Sie dachte, oh mein Gott, wenn Krishna überall jetzt rumläuft, seine kleinen zarten Füßchen, sie werden sich verletzen und es wird ihm wehtun. Und wenn Krishna unbedingt den Wunsch hat und unbedingt gehen will, dann soll er doch wenigstens Schuhe anziehen. Aber Krishna wollte keine Schuhe anziehen. Und er hat gesagt, Mutter Yashoda, liebe Mutti, ich ziehe nur Schuhe an, wenn alle meine Kühe auch Schuhe kriegen. Nun hatte Nanda Maharaj aber 900.000 Kühe. 900.000 mal 4, das heißt, man hätte 3.600.000 Schuhe haben müssen. Und diese Aufgabe war Mutter Yashoda dann doch nicht, na, ich will nicht sagen gewachsen, aber sie sagte, okay, dann will Krishna wahrscheinlich wirklich keine Schuhe. Und so ließ sie ihn ohne Schuhe in den Wald, die Kühe hüten. Doch die Kühe wollten natürlich auch nicht, dass Krishna sich die Füße verletzt. Und so haben sie jedes Hindernis, jeden Kieselstein, jeden Dorn, alles mit ihren Füßen zertrampelt. Und den ganzen Weg, wo Krishna, also nicht nur Krishna, Krishna und die Kuhhüttenjungs, wo Krishna und die Kuhhüttenjungs langgegangen sind, jeden Kieselstein, alles fein zermahlen und zertrampelt, dass es nur noch weicher, feiner Sandstaub war, auf dem Krishna langgelaufen ist und auf dem Krishna seine Lotusfüßchen gesetzt hat. Und dieser erste Tag, an dem Krishna nun zum ersten Mal mit den Kühen in den Wald ging, das ist der Gopastami-Tag und den feiern wir heute. In Vrindavan wurde das auch gefeiert und es war eigentlich nur ein Fest für Jungs. Aber Radharani wollte auch an diesem Spaß teilhaben und so hat sie sich mit ihren Freundinnen als Kuhhirtenjunge verkleidet. Sie hat einfach von ihrem Bruder Subal die Sachen angezogen und hat sich als Kuhhirte verkleidet und hat sich sozusagen mit in die Party hineingeschlichen. Und heute hier in Mayapur sieht man das auch, die kleinen Mädchen und auch die großen Mädchen verkleiden sich als Gopas. Sie tragen bunte Dhotis, Kurtas und Turbane und spielen für einen Tag lang Gopa. Gopa. In Erinnerung an diesen wunderschönen Tag, an dem Krishna nun als allererstes mit den Kühen in den Wald durfte. Happy Gopastami. Hare Krishna. Wusstet ihr, dass Kühe in Goloka Vrindavan oder in Vrindavan bei Krishna nicht nur schwarz, braun und weiß sind, sondern sie haben alle möglichen Farben. Gelb, kunterbunt, blau. Krishna hat ganz, 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 ganz viele Kühe. Mit vielen, vielen Farben.